Moin moin meine lieben Gaming-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen weiter mit Baldo the Guardian Owls. Ja, wir haben von dieser Wächtereule hier, die auf dem Stein sitzt, gerade das Wächterhorn bekommen, mit dem wir ja Geheimnisse aufdecken können, wenn wir uns auf so ein Symbol hier stellen. Bin mal gespannt, wie viele noch kommen werden und was für Geheimnisse wir so alles aufdecken damit. In den verschiedenen Tempeln, denke ich mir mal. Wir gehen jetzt erstmal wieder raus. Ich guck nochmal in den Questlog rein. Ja, das haben wir schon alles abgeschlossen. Großvater mit Diener sprechen und genau, den Eulenturm. Da waren wir ja jetzt gerade drin. Und wir gehen jetzt zu Rodia. Mal gucken, das wäre jetzt das nächste Ziel. Wir gehen einfach mal wieder raus hier. Ich muss mal gucken, hin und wieder schaltet sich... Hat er da gerade ein Schwert auf dem Rücken gehabt? Habe ich das richtig gesehen? Baldo, ich wollte dir Folgendes mitteilen. Ich habe in der Schlossbibliothek in Rodia ein Buch entdeckt. Es geht darin um die Legende der Wächtereulen. Ich wusste nicht, dass sie stimmt, bis ich das eben gesehen habe. Das ist faszinierend. Findest du nicht auch? Magie, geheimnisvolle Wesen, eine Prophezeiung? Portale? Wirklich aufregend. Wir sollten die andere Hälfte des Schlüssels suchen, um den Weg ins Eulendorf zu öffnen, von dem Enora erzählt hat. Hilfst du mir, danach zu suchen? Vielleicht ist er irgendwo in Rodia. Hör zu, ich zeige dir den Weg aus Kidoga heraus, durch den Geheimgang, den ich sonst immer benutze. Diesmal gab es allerdings ein Problem. Hihi, keine Eile, darum kümmern wir uns später. Jetzt müssen wir deinem Großvater helfen, das zu finden, was er in der verlassenen Mine sucht. Erinnerst du dich noch? Er hat von einem Eulenwächter-Symbol erzählt. Ich glaube, das Wächterhorn, das Enora dir gegeben hat, könnte das Rätsel um den geheimen Gang zur verschwundenen Galeone lüften. Ja, wir haben die neue Quest dazu bekommen. Er hatte doch eben ein Schwert auf dem Rücken. Habe ich das richtig gesehen? Doch, ne? Als Baldo hier gerade raus ist? Naja, so, wir gucken uns mal die Quest hier oben an. Da ist sie, verborgener Pfad. Baldo und Duna sind aus dem verlassenen Eulenturm in Kidogedorf entkommen. Baldo muss jetzt seinen Großvater in der verlassenen Mine finden und das Geheimnis um den verborgenen Pfad zur verschwundenen Galeone lüften. Luna meinte, dass das Wächterhorn, das er von dem Reisenden Enor erhalten hat, der Schlüssel zur Lösung des Rätsels sein könnte. Okay. Wir machen aber vorher noch die anderen Quests, würde ich sagen, bevor wir die hier unten machen. Wir arbeiten von oben nach unten alles ab. Also... gehen wir erstmal zu Rodia. So, jetzt wollte ich aber nochmal gucken in den Einstellungen. Denn hin und wieder schaltet sich die Qualität der Grafik runter. Warum auch immer. Also ich stelle das, wahrscheinlich wenn ich in das Spiel reingehe, von dem Hauptmenü aus, stelle ich das immer auf hoch. Und dann, wenn ich in das Spiel reingehe, stellt sich das automatisch auf Mittel. Keine Ahnung. Also ich denke mal, mein Mac hat genug Leistung, um das Spiel eigentlich auf höchste Qualitätsstufe spielen zu können. Na, mal gucken. Ich lasse das jetzt mal so auf hoch. Sonst würde man auch hier jetzt schon Ruckler sehen oder Frame-Einbrüche, die ich jetzt aktuell jetzt nicht sehe. Lass das mal einfach mal auf hoch. So, wir gehen jetzt runter. Jetzt muss ich nochmal schnell gucken. Wo ist unsere schöne Karte? Da. Muss ich mir die Quest raussuchen. Und wir sind dort, wo das Blau... immer so aufbänkt. Da sind wir gerade. Also müssen wir vielleicht links hoch hier. Ach nee, wir sind da oben, wo es aufleuchtet. Jetzt sehe ich das. Wir sind hier oben. Oder? Da kommen wir gar nicht hin. Da kommen wir erstmal gar nicht hin. So wie es aussieht, anscheinend. Hier ist alles zugebaut. Da kommen wir nicht vorbei. Wir gehen mal hier runter. Da, wo das blaue... wo der blaue Punkt leuchtet. Da gehen wir jetzt mal hin. Wir könnten eigentlich unser... eines Herz auffüllen hier noch. Wir haben doch hier... Tränke schon drin. Dieses Extrakt der Skatia-Pilz erhält man, wenn man den Pilz mit seinen Steins... außer mit dem... Betrank hergestellt. Okay. Da kann man für kurze Zeit schneller rennen. Also wir haben noch... keine wirkliche Heilung. Wir können irgendwo Tränke herstellen wahrscheinlich. Aber noch haben wir gerade nichts im Inventar, womit wir das eine Herz hier auffüllen können. So, hier ist der Esel wieder. Ich weiß nicht, was es mit der Schaufel hier auf sich hat. Ob ich sie mir nehmen kann? Ich spreche mal mit ihm hier. Es ist so heiß heute. Ich habe meine alte Schaufel da drüben gelassen und angefangen zu hacken.
Ich grabe schon so lange. Nun, ich glaube, diese Schaufel brauche ich nicht mehr. Was? Nein, ich brauche keine neue Schaufel. Aber es ist nett, dass du fragst, Baldo. Mal sehen, wenn du etwas Nützliches tun willst, Frau Zirra könnte im Carlo-Kohl-Beet Hilfe brauchen. Sieht so aus, als hätte letzte Nacht jemand Carlo-Kohl aus dem Lager gestohlen. Der Name ist auch witzig, Carlo-Kohl. Frag doch mal nach, ob du etwas tun kannst. Und wir haben eine neue Quest bekommen. Können wir uns die Schaufel jetzt mitnehmen? Nee, wir können nur widersprechen mit ihm. Aber es sieht schon merkwürdig aus, dass die da so leuchtet, dass da so ein Schein drauf ist. Sehr, sehr merkwürdig. So, wir gucken uns die Quest an. Auch wieder eine Hauptquest anscheinend. Ja, gut. Aber wir müssen zu Rodaria. Ein verborgener Pfad. Wir müssen zum Großvater. Wir gehen erstmal zum Großvater hier rein. So, hereinspazi, der ist gar nicht da. Der lungert bestimmt draußen irgendwo rum. Können wir hier rausgehen? Nee, das ist nur ein Fenster. Dann gehen wir hier wieder raus. Vielleicht ist er im Garten oder so. Ah, da geht's auch nochmal runter. Jo, krass. Hä? Kommen wir da irgendwie hin? Da müssen wir wohl runtergehen. Wir gehen mal hier runter, hier vorne. Hier ist noch eine Pflanze. Genau, da können wir uns verstecken, aber die können wir nicht mitnehmen. Hier ist die Frau, die uns die Schilder macht. Ich glaube, wir laufen ein bisschen falsch. Rodia ist da oben, okay. Wir laufen mal dort oben hin. Ah ne, hier kommen wir gar nicht raus. Hier kommen wir gar nicht raus. Na, dann laufen wir wieder runter. Wir laufen runter zu dem blauen Punkt. Da gehen wir jetzt hin. So. Hier noch schnell runter. Ah ja. Oh, wer bist du denn? Hier wird der Großvater wahrscheinlich sein. Genau. Das ist doch die Mine hier. Erlassene Mine. Wo ist Luna? Die kommt jetzt nicht mit. Ich habe nichts zum Kämpfen dabei. Ah, da ist er auch schon. Aldo, schau dir mal dieses uralte Symbol an. Das habe ich schon im ganzen Land gesehen. Das ist das Symbol der Wächtereulen. Ich bin mir sicher, dass dies der Eingang zur verschwundenen Galeone ist. Ich weiß nur noch nicht, wie man ihn öffnet. Der Legende nach weist einem die Stimme der Eulen den Weg. Aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Dieses Symbol. Da muss es am Boden eine Art Schalter geben, mit dem man es öffnen oder aktivieren kann. Ich frage mich, was das sein könnte. Ah, hier ist unser Symbol. Ich weiß schon, was man damit macht. Und zwar müssen wir unser Horn spielen. Das machen wir jetzt auch. Und wir spielen das Eulenlied. Boah, das ist so cool. Da, ein Eingang. Endlich, du hast es geschafft. Du hast den geheimen Eingang zur verschwundenen Galeone gefunden. Du hast das uralte Wächterhorn gefunden. Das war der Schlüssel. Was war ich doch all die Jahre für ein Narr, danach zu suchen, wenn die Antwort so nahe lag. Ich bin zu alt und dick, um mich durch dieses Loch zu quetschen. Und ich glaube, meine Arthritis macht da auch nicht mit. Geh du, es ist an der Zeit für dein eigenes Abenteuer. Aber passt gut auf dich auf, es könnte gefährlich sein. Dort in den Büchern stand nicht viel über das, was da drin ist, also kann ich dir leider keinen Rat geben. Aber nimm dich vor der Geisterbesatzung in Acht. Oh, und vor dem fürchterlichen Monster aus der Tiefe, das bis heute die Fracht bewacht. Oh mein Gott, der macht mir Angst, der Großvater. Das sind wahrscheinlich nur Legenden, aber man weiß ja nie. Sei vorsichtig, Baldo. Oh, da sollen wir jetzt reingehen, ohne Messer.
Das ist ein bisschen waghalsig, ein bisschen leichtsinnig, oder? Gucken, ob hier nicht irgendwie ohne Schwert dort reinzugehen. Naja, wir gehen mal rein. Aber... Uiuiui. Also wir gehen jetzt erstmal ohne Schwert hier rein. Ob das so klug ist, werden wir ja gleich sehen. Wenn nicht, dann müssen wir auf jeden Fall zurückgehen. Okay. Das scheint mir ein bisschen wackelig zu sein. Hier haben wir einen Stein. Ah, den brauchen wir bestimmt. Der dient als Gewicht, damit wir dort runterkommen. Müssen wir jetzt da raufschieben anscheinend. Ah, da kann ich nicht hinschieben. Kann ich ihn ziehen? Auch nicht. Oder ist hier unten irgendwas? Muss ich den einfach runterschubsen? Hier kann man runtergehen. Hier gehen wir erstmal runter und gucken uns das mal an. Oh, hier... Oh. Ich bin tot. Das überlebt er nicht, der kleine Baldo. Ist wohl etwas zu hoch für ihn. Dann schubsen wir jetzt den Stein dort runter. Der muss bestimmt da unten hin. Ich habe nur noch ein Herz. Wir schubsen den mal hier runter. Ich glaube, das muss so. Jawoll. Ja, dann können wir da drauf springen. Dann ist das nicht ganz so hoch. Ich werde beinahe an der Seite abgeschmiert. Genau. Haben den Sprung oder den Fall ein bisschen abgefedert oder kürzer gemacht. So, wir sammeln das mal auf. Oh, was ist das denn? Sieht aus wie so ein Kürbis. Den können wir werfen. Na, mal gucken, wo wir den hinwerfen. Ah, bestimmt auf den Schalter hier. Das machen wir mal. Cool. Das heißt, wir kommen da nachher hoch? Wieder hoch? Wie gehen wir hier durch? Oh, ich sehe schon eine Tentakel. Verschwundene Galeone. Oha, wo bin ich denn reingefallen? Das habe ich gar nicht gesehen. Oh nein. Da war ein Loch. Hier, ganz groß. So, hier ist ein Tentakel. Da müssen wir aufpassen. Da darf ich nicht dran vorbei. Hier haben wir wieder so eine Kiste, die wir schieben können. Hier muss ich irgendwas aufsetzen, oder? Stand hier aufsetzen? Hier stand doch irgendwo aufsetzen. Wir schieben den mal weg. Ich versuche es zumindest wegzuschieben. Ah ja. Hier geht eine Leiter runter. So, jetzt gucke ich mal. Oh, gefährlich, gefährlich. Hier ist eine Tür. Können wir reingehen? Da unten ist eine rote Schatztruhe. Von hier aus, doch, den können wir wegschieben. Den können wir so beiseite schieben. Und dann ist hier eine Tür mit einem großen Schloss dran. Hier ist nichts. Können wir hier durchgehen? Ne, hier können wir nicht durchgehen. Hier brauchen wir den Schlüssel. So, wir gehen aber erstmal wieder... Hier ist auch nochmal ein Eingang. Oh... Wir haben leider kein Schwert. Ich glaube nicht, dass wir hier vorbeikommen. Hey, den kann ich nicht wegschieben. Wir gehen mal wieder raus. Ich glaube, wir müssen uns erstmal ein Schwert holen. Das ist alles mir zu riskant hier. Weil die Tentakel muss ich ja, glaube ich, irgendwie bekämpfen. Oder kann ich hier was mit diesem Kürbis machen? Wir werfen mal die Tentakel. Ah!
Ah, und der respawnt immer wieder. Das ist gut. Okay, also doch kein Schwert. Tentakel stinkt abscheulich. Niemand weiß, wozu die gut sein soll. Trotzdem wollen sie einige Leute kaufen. Auch in Ordnung. Ja, jetzt können wir hier rein. Also doch kein Schwert. Erstmal nicht. Ach, krieg ich nicht auf. Die halten ihr Tentakel da drauf. So, ich guck mal, ob ich mit dem kürbisartigen Gewächs so durchgehen kann. Durch die Tür. Ich sammle das mal auf. Mal gucken, ob ich hier damit durchkomme. Nee, sieht nicht so aus. Den kann ich auch nicht verschieben. Verdammt. Und hier falle ich, glaube ich, ja, in den Tod, wenn ich dort reingehe. Hier ist nochmal eine Tür. Uiuiuiui. Die hat mich aber richtig erwischt. Ich kann auch diese Vasen aufnehmen, sehe ich gerade. Ich probiere das mal aus. Immer einen von diesen Vasen hier aufsammeln. Die werfe ich jetzt. Toll. So, jetzt nehme ich die nächste. Okay. Schön balancieren. Und hier rein. Jetzt nehme ich die nächste Vase. Sehr gut. So, den kann ich hier nicht wegschieben. Ich hole mir mal noch eine Vase. Jetzt muss ich die andere Tentakel anscheinend kaputt machen. Jawohl. Ui. Wir haben es geschafft. Die kann ich nicht wegdrücken. Aber ich kann jetzt von der anderen Seite... kann ich jetzt durch. Schnell wieder raus. Die Tentakeln werden ja jetzt nicht wiederkommen. So, weg damit. Ah ja, sie sind weg. Aber ich krieg diesen hier nicht weggeschoben. Warum nicht? Aber ich kann diese Kiste auch machen. 10 Dindi. Diese Münze ist 10 Dindi wert. Mit dieser Währung kann man im ganzen Land Dinge kaufen. Oh, wir haben unsere ersten Münzen verdient. Auch gut. Nur muss ich irgendwie jetzt dort rüberkommen. Ich kriege diese Kiste hier nicht weggedrückt. Und ich komme auch nicht hier vorbei. Wenn ich jetzt hier runterspringe, falle ich in den Tod, glaube ich. Wir gehen mal hier längs. Hier brauchen wir den Schlüssel. Ah, hier kommen wir nicht weiter. Hier kommen wir nicht weiter. Und wenn wir die hier da so reinschieben, bringt uns ja auch nichts, ne? Ah, ich komm... Nee, die macht mich kaputt, wenn ich da vorbei... Ich brauche diese Vase da, um die kaputt zu machen. Habe ich nicht, also... muss ich hier wieder raus. Wir kommen hier nicht weiter. Wir kommen hier nicht weiter. Hier steht auch nichts rum. Wir gehen erstmal die Leiter hier runter. Und gucken uns das mal unter Deck an. Oh, da sind schon Ratten. Sind schon die ersten Ratten. Hier ist eine Kanone. Oh, die schiebe ich mal weg. Kann ich mit der schießen? Ja, irgendwas kann ich mit der auf jeden Fall machen. Die Ratte, die gefällt mir gar nicht. Oh nein! Achso, ich muss die Kanone dahin schieben. Die Ratte verfolgt mich. Geh weg! Jetzt bin ich tot! Muss ich die Ratte mit dem Totenschädel bewerfen anscheinend. Das probiere ich gleich nochmal aus. So, komm her, Ratte.
Da liegt noch ein Totenschädel. Jawohl, geht doch. Sehr schön. Und die Kanone schieben wir jetzt hier so drunter, damit das Tor nicht runterfällt. Genau, jetzt können wir hier durchgehen. Was ist drin? Wir haben den Schlüssel gefunden. Dieser Schlüssel passt zu einer Tür hier drin. Er kann draußen nicht benutzt werden. Sehr gut. Hier kommen wir nicht durch, aber hier kommen wir lang. Hier liegen noch ein paar Totenschädel. Dann muss es hier auch noch eine Ratte geben. Nee, gibt es nicht. Aber hier sind komische Symbole dran. So ein Tintenfisch ist hier dran. Hat aber nichts zu sagen. Wenn ich jetzt hier reinspringe, bin ich dann tot? Ja. Okay, also schwimmen können wir nicht. Dann frage ich mich, was dieser Raum hier unten soll. Vielleicht nur so, zum Gucken. Können wir auch hier wieder rausgehen? Kann man nicht viel machen. Ein leerer Lagerraum wahrscheinlich. So, wir haben jetzt den Schlüssel und können damit hier eine Tür öffnen dort oben. Das machen wir auch. Das Schloss fällt einfach so ab. Auch nicht schlecht. Ah ja. Ui. Das war nicht gut. Den kriege ich nicht weggeschoben. Aber den. So. Den muss ich jetzt dort rausschieben. Genau. Und jetzt kann ich... Nee, diesen Klotz nach dort schieben. So, ich brauche aber irgendwas, damit ich die Tentakel dort kaputt kriege. Ich habe nur noch ein Herz. Ja. Und da hat mich die Tentakel wieder. Fange ich jetzt draußen wieder an? Ah ja, das ist gut. Oh, ich komme gar nicht dazu, mir hier so eine Dings zu nehmen. Spawnt die wieder? Aber ich muss da lang. Dann gehen wir nochmal raus. Gehen wir rein und wieder raus? So meinte ich. So, jetzt schlägt sie. Jetzt holen wir uns das Ding. Geil. Passt doch. Noch mehr Tentakeln. Haben wir die getroffen? Ja. Da ist eine Ratte. Oh. Die Ratte hat uns wieder erwischt. Das ist nicht gut. So, jetzt nehmen wir uns hier gleich wieder den Krug. Ah, nein, 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 nein. Nein. Ist die schneller als ich, die Ratte? Das gibt's ja gar nicht. So, komm her, Ratterich. Komm her, Ratterich. Jetzt ist sie gefangen da, oder was? Sollte einer mal Rattenfallen aufstellen? Ah ja. Da ist noch eine riesen Tentakel. Sehr gut. Da ist noch eine Ratte. Muss ich aufpassen. Ich habe nur noch ein Herz. Nur noch ein Herz. Hier ist noch eine Vase, hole ich mir schnell. Auf die Ratte rauf. Sehr schön. Von den Dingern dürfen wir uns, glaube ich, nicht treffen lassen. Oh, noch ein Schlüssel. Dieser Schlüssel passt zu einer Tür hier drin. Er kann draußen nicht benutzt werden. Also muss es hier noch eine Tür geben. Oh. Das war knapp. Hier ist noch eine Tür. Gehen wir mal durch. Aber es sind auch keine Gegenstände, die wir irgendwie einsammeln können, die hier rumliegen. Ich denke, dass wir alles aus Kisten kriegen werden. Ah, wir sind wieder hier gelandet. Ja, hier unten.
Zu der Kiste müssen wir noch irgendwie kommen. Die sieht außergewöhnlich aus. Die sieht echt außergewöhnlich aus. Da müssen wir hin, aber dafür müssen wir diese Zacken hier irgendwie runterkriegen. So, von da sind wir gekommen. Wir gehen nochmal. Wir gehen nochmal hier vorne durch. Wenn ich hier reinfalle, bin ich tot. Okay. Wir gehen hier nochmal rein. Den kriege ich nicht weg. Komischerweise. Warum auch immer. Hier ist nochmal. Ich springe einfach mal hier runter. Ich weiß nicht, ob es klappt. Oder ich roll rüber. Nee, geht nicht. Wir gehen nochmal außen rum. Wir gehen nochmal hier außen rum. Und gucken, dass wir von dort hinten irgendwie langkommen. Oh, aufpassen. Okay. Den können wir von hier nicht wegschieben. Dort hinten, durch diese Tür, müssen wir irgendwie kommen. Da waren wir nämlich noch nicht. Aber hier kommen wir nicht hin. Hier kommen wir nicht hin. Drücken. Ich kann die zwar drücken, aber nicht verschieben. Den auch nicht. Und den schon gar nicht. Ist hier noch was? Kann man hier noch irgendwas drücken? Das können wir aufsammeln. Können wir hier hinter lang gehen? Können wir auch nicht. Ist hier ein Symbol auf dem Boden? Auch nicht. Sehr, 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 sehr merkwürdig. Kommen wir nicht weiter. Hier kommen wir aktuell nicht weiter. Wir können nur drücken. Wir können auch nicht Gegenstände ziehen. Wir können sie nur wegdrücken. Es muss irgendeinen Weg geben, dort vorbeizukommen. Schau mir das von hier nochmal an. Den verstehe ich nicht, warum wir den nicht wegschieben können. Da steht doch nichts im Weg, oder? Da steht doch nichts im Weg. Vielleicht fehlt uns auch ein Schwert, ne? Vielleicht kann man diese Boxen auch kaputt schlagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir kommen hier aktuell nicht. Ah, jetzt bin ich wieder reingegangen. Wir kommen hier aktuell nicht weiter. Geh nochmal raus. Geht's auch nicht weiter. So, wir krabbeln mal wieder raus hier. Und ab raus. Rufen uns jetzt hier unseren Fahrstuhl. Ja. Ist wieder da. Perfekt. Weiß gar nicht, wie ich den wieder aktiviert kriege, dass er hochfährt. Muss ich da wieder gegen den Schalter werfen? Oder was muss ich machen? Aber ich glaube nicht, dass das jetzt alleine hochfährt, wenn ich hier drauf stehe. Ah, hier ist ein Seil. Hier hängt ein Seil runter. Ich hole mir mal noch so einen Kürbis hier. Oder muss ich den Stein weiterschieben? Nee, das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich werfe nochmal den Kürbis. Ah ja. Perfekt. Und schon geht's nach oben.
gehen wir mal wieder raus hier und arbeiten die anderen Quests ab. Der Reihe nach. Ja, Großvater, wir sind auch nicht weit gekommen. Wir kommen aber wieder. Halt hier die Stellung. Wir kommen wieder zurück. Wir müssen uns, glaube ich, erstmal ein Schwert besorgen. Bevor wir da weitermachen können. Luna wird draußen sicherlich auf uns warten. Ja, genau, da ist sie. So, wir müssen einmal wieder zurück. Und arbeiten die anderen Quests ab. Aber das machen wir im nächsten Let's Play. Ich würde sagen, wir machen erstmal Schluss an dieser Stelle. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keines meiner Videos mehr verpassen wollt, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir hören uns im nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.